Jungs, Leute, was geht ab? Das ist Kevin. Ich bin's Marvin. Und heute wird Google für 24 Stunden bestimmen, was wir heute alles essen. Und zwar werden wir immer googeln, worauf wir Bock haben. Zum Beispiel, ja, wir fangen jetzt direkt mal an. Auf was hast du jetzt Bock? Ich hab Bock auf einen Schaumigen bei Starbucks. Starbucks? Dann geben wir jetzt gleich bei Google ein Starbucks. Kaffee, so ganz allgemein, oder Starbucks Koffein. Wir versuchen es allgemein zu halten. Okay, so Starbucks oder einfach nur Starbucks? Oder nur Starbucks. Da gibt es auch noch vielleicht was zu essen. Auf jeden Fall haben wir dann diesen Würfel am Start. Und dieser Würfel wird dann entscheiden, welches Produkt wir nehmen. Also von 1 bis 6, ich würde sagen, wir googeln direkt mal. Starbucks hast du gesagt? Genau, Starbucks. Starbucks zum Frühstück hört sich eigentlich gut an. Ich bin oder dabei. Starbucks Getränke? Oder hast du mehr Bock auf was zu essen? Das ist auch die Frage. Nee, eher irgendwas trinken erstmal. Ja, ich habe gar nicht so Hunger. Erstmal was trinken. Dann was trinken. Okay, wir googeln Starbucks. Einfach Starbucks. Erstmal allgemein. Okay, wir gucken mal, was zur Auswahl ist. Und Leute, jetzt schon mal Daumen hoch für mehr solcher 24-Stunden-Challenges. Okay, das ist ein bisschen zu allgemein. Da würde ich sagen, Kaffee, oder? Kaffee. Kaffee. Alles klar. Und dann würfeln wir mal. Ja. Okay. Du fängst an, würde ich sagen. Ich mal an zu würfeln hier. Und drei. Das dritte Bild ist ein Frühling bei Starbucks. Mmh, Macchiato? Das müsste ein Karamell Macchiato sein. Oh, klingt interessant. Karamell Macchiato für dich? Kann man sich mal gönnen, ne? Okay, ich bin dran. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Kaffee für zu Hause. Espresso. Ah, also ein Espressobeutel. Blonde Espresso. Oh. Also einen blonden Espresso. Den musst du ja zu Hause zubereiten, ne? Nee, ich kauf den da. Ah, nee, du kaufst genau. Den da. Blond Espresso. Okay. Ich bin gespannt, ob das schmeckt. Mal schauen, was du da bekommst, ne? Ab zu Starbucks. Ab zu Starbucks. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Der Starbucks ist einfach zu. Diese Stadt hier ist so ein Kaffee. Letzte Starbucks ist jetzt hier raus. Leute, die macht alles zu nach und nach. Füll mal hier die ganze Reihe. Hier ist alles zu. Hier war Starbucks, Leute. Genau, und hier waren auch noch ganz viele Läden. Alles ist zu. Diese Stadt ist so ein Kaffee. Hier gibt es gar nichts mehr. Also, Alter. Ich habe gar keinen Grund mehr, hier mich aufzuhalten. Ohne Witz. Also bald gibt es gar keine Stadt mehr hier. Ja, echt irrelevant. Und okay, dann müssen wir irgendwas Neues googeln. Also, eine neue Essens. Ich habe auf langsam auch Hunger. Ich würde sagen, fettes KFC, Alter. KFC mit was zu trinken vielleicht, ne? Ich gebe ein irgendwas KFC-mäßiges. Ja, okay, dann darf es deftig werden. Bist du direkt dabei? Ja, genau. Komm, okay, dann. Was soll ich eingeben für dich? Ich würde sagen, gib es ein. Okay, wir müssen wieder allgemein halten. Einfach allgemein KFC-Menü oder gib einfach mal ein KFC-Essen. So, KFC-Essen-Bilder. Okay. Achso, du musst würfeln. Ah ja, Online-Würfel, ne? Ja, such mal einen Würfel. Okay, drück drauf. Drück jetzt drauf. Würfeln. Und? Zwei. Zweite Bild. Boah. Was ist das? Oh mein das Gott, sind Alter. Chicken Bucket, gemischter Bucket mit zwei Pommes. Boah, ist das deftig. Das reicht für uns beide eigentlich. Das reicht für uns beide, ich glaube. Dann eigentlich brauche ich nicht. Wenn ich so nett bin und teile. Und ich würde sagen. Oder ich gebe ein Getränke. Genau. KFC-Getränke. Ein grünliches Ehren. Genau. Leute, KFC-Getränke. Okay, Würfel für mich. Okay. Oder warte, ich muss drücken. Ja. Okay, einmal hier auf Würfeln drücken. So, würfeln. Und. Drei. Lipton. Die haben Lipton? Lipton-Eistee. Die haben Lipton-Eistee? Okay. Sieht fresh aus eigentlich mit Eiswürfeln. Leute. Okay, fettes Menü, ordentlich Fleisch, Pommes und Chicken Bucket und ein, aber einer, den müssen wir teilen. Den müssen wir teilen. Okay, vielleicht teile ich auch nicht, mal gucken. Ja, dann kriegst du auf jeden Fall nichts zu essen. Okay, dann ab zu entweder ich verdurste oder er verhungert. Ab zu KFC. Ey, ist tot! Kannst du alles vergessen? Ey, wir können. Alter! Jetzt ist er wirklich langsam. Wirklich ärgerlich. Ey, was willst du hier? Wir können nichts machen, Leute! Ey! KFC? Ist einfach. Hier war der und der ist weg! Digga! Ey, was soll man hier noch? Ey, das ist ja nicht mehr normal. Ey, ich bin gerade. Wir müssen verhungern, Leute! Leute, wir müssen einen neuen Laden suchen. Ja, wir müssen kurz mal überlegen, Alter. Wir müssen überlegen, wir besprechen uns und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis morgen. Okay, Leute, nach langem Überlegen haben wir uns entschieden. Hier gibt es eigentlich noch einen Subway, vielleicht hat er auch zu, wir wissen noch nicht genau. Das wäre wirklich jämmerlich. Also, wir müssen jetzt hier echt umswitchen, ne? Also, es gibt gar nichts mehr. Würde ich sagen, Subway, ne? Subway, hier gibt es ja Cookies, es gibt geile Baguettes und sogar noch. Aber Google entscheidet. Google entscheidet. Das heißt, ich würde sagen, Subway Essen jetzt erstmal eingeben. Subway Essen. Denn wir sind hungrig. Okay, Würfel ist am Start und. Und? Drei. 1, 2, 3. Salami.
Oh, Salami. Ein halber Sub Salami. Halber Sub. Oh, ist leider nur für mich. Ne? Ein halber Sub. Ist nicht genug, ne? Da musst du, glaube ich, auch was Deftiges dir aussuchen. Ich habe irgendwie doch Bock auf Cookies. Weil die sind schon geil, die Cookies da, ne? Ich gebe einen Subway Cookies. Oh, vor allem Macadamia und so, ist geil. Okay, gibt Würfel. Dann wünsche ich dir viel Glück beim Würfeln. Leute, wir würfeln. Und vier. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Boah, das sind... Wie viele Cookies sind das? Oh mein Gott. Jeder einmal. Eins, oh zwei, Gott. Drei, vier, fünf. Smarte Cookie. Jeder. Schoko-Cookie. Macadamia, Schoko und Smart. Also einfach alle Cookies, ne? Ja. Okay. Ich gebe zu, ich habe einen halben Sub, aber ich werde brüderlich teilen. Dafür gibst du mir Kekse. Wenn du mir was von dir gibst, dann gebe ich dir auch was. Ja, sind im Geschäft. Okay, Leute, es gab Subway. Wir haben endlich Essen. Die erste Beute. Boah. Ein halber Sub. Habe ich mir noch nie geholt, das war ein Salami-Sub. Bin gespannt, ob der schmeckt. Die erste Beute. Boah. Oh mein Gott. Hä? Was ist das, schwarz? Sind das Oliven? Oh mein Gott. Sind da Oliven drin? Hab ich aufgepasst. Was hast du gemacht? Ich habe gesagt, alles. Okay, den kannst du haben. Das sind meine Cookies. Oh mein Gott. Du kannst ihn alleine. Du kannst ihn alleine essen, Alter. Der ist nicht essbar und genießbar für mich. Du musst sie raustun. Ach du heiliges Welt. Bah. Aber vielleicht vorne keine? Oh mein Gott. Da vorne ist keins. Oh mein Gott. Ich muss einmal für euch abbeißen. Den muss ich abbeißen. Aber keine Olive. Ey, gib mir auch ein Biss, gib mir auch ein Biss. Komm. Du musst hier abbeißen, da sehe ich schon eine Olive. Okay. Mm. Hey. Boah, das ist so geil. Boah. Geil. Ist gut, ne? Boah, lecker. Hau ich mir jetzt rein. Ich kann mir nicht ganz rein, auch wegen Oliven, Mann. Ja, müssen die rauszoomen. Ja, dann müssen, können wir den gönnen. Ein bisschen Fingerarbeit. Aber Leute, wir haben noch leckere Cookies. Oh ja, die werden wir jetzt auch noch schlachten. Leute, wir werden jetzt hier entspannt entlang spazieren, dabei Cookies naschen. Fette Cookies, oh, Leute. Mein Boah, Gott. Ich muss einmal, warte. Ey, du musst, ey, das mach ich auch. Du musst in diesen Turm reinbeißen. Boah, du krasse Sau, du, ey. Du willst richtig wissen, ne? Du Sau. Boah. Oh mein Gott. Ey, das muss. Mm. Boah, wie schmeckt das? Geschmacksexplosion? Ey, zeig mal. Boah, sieht das geil aus. Im Ernst? Massephase oder was? Am Marvin's Diät, Statement für die Zuschauer. Was mit deiner Diät gerade? Oh. Wolltest du ausspucken jetzt noch, ne? Das war Photoshop. Das ist Photoshop, Leute. Photoshop. So, Leute, wir haben Hunger auf Mc's. Ich würde auch sagen, Mc's, ja. Was willst du haben? Boah, was zu essen ist immer geil da, ne? Immer so ein schöner. Was soll ich eingeben? Boah, gib mal Mc's Burger ein. Okay. Ah, das ist schwer, weil das sind zu viele Einzelne. Da kommen jetzt ganz viele verrückte Burger. Okay, ich würde sagen, Mc's essen. Mc's. Ein bisschen, das ist auch ein bisschen spannender, was da kommt. Ja, vor so kriege ich so eine Pommes. Okay, sieht schon besser. Das sind wir einfach. Sag das mal! Ey, Leute! Ja, seht ihr ja. Also, ihr seht ja jetzt gerade, ey, wie witzig. Das sind wir. Unser Thumbnail. 24 Stunden nur McDonalds essen. Okay, würfel einfach mal. Du kannst ja den Würfel. Okay, genau. Genau. So, ich würfel jetzt. Ich hoffe, man sieht es. Hier drückt der Würfel. Und. Eins. Das erste. Oh, Big Mac Menü. Big Mac und Pommes. Big Mac und Pommes. Etwas trocken. Ich hoffe, bei dir ist da ein Getränk dabei, damit ich mir das zu schlürfen Ist souverän eigentlich. Souverän. Big Mac Menü ist kräftig und deftig. Okay, ich hole mir was von Mac Café. Alles klar. Also heute Abwechslung Fast Food und Süßware hier. Du hast ja Fast Food, du gibst mir ja natürlich was ab. Nee, ihr Brüder, wir teilen brüderlich. Dann hol mal den Würfel raus. Würfel. Zwei. Eins, zwei. Wow, sieht das geil aus. Was ist das? McCafé Duo. Oh, heißt das schon so? Duo? Okay. Geiler, ist das ein Käsekuchen? Eistee? Boah, ein Karamell-Latte. Ey, was ist das denn für ein geiler Bot? Ich bin richtiger Krug. Karamell. Ey, das ist, ich bin voll neugierig drauf. Dann sagen wir einfach am Schalter Duo, ne? McCafé Duo. Und falls er es nicht versteht, sagen wir einfach, was ist das da? Käsekuchen oder was? Irgend so ein Lemon Cake oder Käsekuchen. Und dieser Latte. Karamell-Latte. Krug, Alter. Okay, nice. Geiles, interessantes Menü kennen wir auch gar nicht so. Würde ich mal sagen, rocken wir jetzt McDrive. Und angekommen im McDrive. Pommes und Big Mac, ne? Ich hatte Pommes und Big Mac, genau. Und du dieses McCafé Duo, ne? Ein Big Mac, eine große Pommes und McCafé Duo. Ja. Latte, Karamell, habt ihr Lemon, Cheesecake? Glaube ich, ja. Dann den. Es wird wieder kräftig. Und erstmal, ja hier, dein Süßwaren. Oh mein Gott. Ich liebe diese Pommes, die sind so schön hauchdünn. Alter, gib mal. Ey. Ja, doch, ich nehme das Salz raus. Die sind noch schön heiß. Ja. Ey, so sind die perfekt. Frisch aus der Fritteuse, das merkt man direkt. Das sind 10 von 10 Mc's Pommes. Weil oft sind die immer, nie sind die heiß irgendwie. Die können so abbestellen, wie sie wollen, die sind trotzdem geil. Hä? Was ist das für ein Witz, Alter? Guck mal, dieser Mini-Kuchen hier. Zieh dich das rein. Leute, ich hau direkt in den Staubsauger. Ey, gib mal was. Entspann dich mal. Hälfte haben wir gesagt, Mann. Boah, heiß. Leute, dieser Kuchen, ich muss den jetzt einfach so anpacken. Oh mein Gott, dieser Burger. Ey, der wurde auch gerade frisch gemacht, was geht ab? Boah, bei den läuft aktuell. Boah!
Ey, gib mal her. Ich will abbeißen. Ist egal? Wo du sagst, okay. Alter. Weißt du was? Ich bleib erstmal bei deftig. Boah, Leute. Ich muss eigentlich sagen, sieht gerade aus wie auf dem Plakat. Leute. Rein damit. Rein damit. Boah. Gib mal einen Big Mac. Ja, hier, nimm mal einen Big Mac. Der ist wirklich geil, Mann. Also, damit lange keiner gegessen hat. Ey, hast du den Kuchen aufgegessen? Oh, das ist schon weg, Alter. Ey, ich hab das noch nie gegessen. Das hat Nachspiel, ne? Danke für den Big Mac, aber, ne? So, Kaffeezeit. Das ist bestimmt schon gut abgekühlt. Und riechst du schon Karamell? Oh ja, Mann. Oh, nice. Riechst du Karamell Macchiato? Ich bin mal gespannt. Oh, ich bei spannend. Starbucks hatten wir heute nix, Alter. Ja, Mann. Erstmal hier die Ersatzbefriedigung. Und? Aber ist gar nicht süß. Ich dachte, wäre süß. Ach, krass. Karamell nur ganz leicht, Alter. Vielleicht unten der ganze Zucker. Boah, vielleicht esse ich. Eigentlich muss es vielleicht umrühren. Ja. Schmeckt nicht gut, Mann. Nicht so geil? Nee, Mann. Okay, Leute, wir haben jetzt noch einen Termin. Den haken wir ab und dann sehen wir uns wieder beim Abendessen, würde ich sagen. Mal schauen, wo es hingeht. Es wird auf jeden Fall deftig werden, ne? So, wir sind ja gerade vor dem Burger King geparkt und wir suchen uns wieder ein Menü aus. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Burger King. Einfach Burger King. Oder einfach mal Burger King, wenn da was Geiles kommt. Oh, hier ist sogar was Veganes, glaube ich. Kommt schon eine interessante Auswahl, ne? Auf jeden Fall. Fängst du wieder an, würde ich sagen. Okay, dann. Du würfelst. Wir würfeln und. Fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Ist ein Whopper? Das ist tatsächlich. Müsste ein Whopper sein. Da steht es jetzt nicht, aber es sieht aus wie ein Whopper, ne? Das ist mein Lieblingsburger übrigens. Krass. Also ein Whopper nur, ne? Ein Whopper. Ein einzelner Whopper. Die Pommes zählen nicht im Hintergrund. Die sind doch nicht mein Favorit, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Okay, ich nehme direkt, hier sind Sachen drunter, würde ich sagen. Das ist eine große Auswahl. Von der Auswahl muss ich jetzt würfeln. Du würfelst dann auch. Und wir würfeln. Drei. 1, 2, 3. Wow, sieht kräftig aus. Was ist das? Was ist das denn? Burger King. Das ist auch ein Whopper, oder? Ja, es müsste auf jeden Fall ein Whopper sein, kleine Pommes und 2 Cookies. Bin gespannt, wie die Cookies da schmecken. 2 Whopper, eine kleine Pommes. Und habt ihr Cookies? Okay, gibt keine Cookies. Ja, okay, das wär's. Okay. Okay, ich bin ja auf Diät und. Kommt jetzt zugute, ne? Eigentlich ganz gut. Der hat komplett ripped. Leute! Ihr seid bereit zum Speisen. Fetter Whopper. Und, oh, die Pommes sind auch heiß. Ich bin mal gespannt. Perfekter Vergleich. Direkt mal vergleichen. Ja, eben heiße. Aber irgendwie finde ich die ziemlich sehen geil aus. Gut. Ey. Frisch sind die gut. Ich hatte, glaube ich, noch nie Frische von Burger King. Ich glaube, die haben verbessert. Ich nehme alles zurück. Ich muss sagen, die sind auf eine andere Art und Weise geil. Boah, sind ja nur ein paar, Alter. Guck mal. Passt schon weg. Alter. Praktisch, die wollen einen geil machen, dass man merkt. Das sind 5 Pommes einfach. Egal, es geht ja um den Whopper. Oh mein Gott, guck mal, mein Whopper ist einfach eine Zwiebel drin, Alter. Was ist das denn? Oh einfach hier eine Zwiebel. Boah, was ich immer liebe. Boah, der ist auch so heiß. Schon wieder alles so frisch alles heute. Frisch, ich heute richtig Glück, ne? Deswegen hat es so lange gedauert, aber die völlig lange. Diese Soße. Ey, Whopper ist echt krass. Whopper ist einfach bester ein Burger, Burger King. So American Feeling, ne? So. Zum Glück haben wir den bekommen. Boah. Whopper geht immer mal. Oh, ich würde auch ganz klar bestätigen. Da bleiben wir erstmal ein bisschen satt, glaube ich. Leute, wir holen jetzt noch Snacks für zu Hause beim Supermarkt für später. Jetzt ist die Frage, was geben wir einem im Supermarkt, wo es allgemein natürlich... Ich glaube, ich gebe einfach Snacks ein. Mal gucken. Ja, Snacks, ne? Dann fängst du an. Was da gibst du ein? Rewe Snacks. Und dann Würfel wird gedrückt. Hier gibt es verschiedene Snacks. So, ich habe den Würfel hier. Ah ja, fang du an, oder was? Oder soll ich anfangen? Ja, fang du an. Hier. Willst du auch Snack? Oder ich fange an? Fang du das mal an. Wir gucken dann, je nachdem, was du bekommst. Eins. Wow. Oh! Eine Snackbox. Oh, eine Snackbox. Krass, da ist alles drin, was man braucht. Oh, die kenn ich auch von früher, ey. Alles drin. Aber hast einen geilen Chips-Snack, ne? Ja. Boah, nice. Nice. Okay, ich bin dran. Was gebe ich auch? Soll ich auch Snacks eingeben? Rewe Eis. Rewe Eis? Hey, kannst du dir gönnen. Okay. Na, warte, sag Stopp. Stopp. Okay, von hier würde ich sagen, würfelst du. Dann tun wir mal würfeln. Und 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese... Was ist das? Minis. Oh, die Mini-Milks. Boah, die sind richtig Alter, lecker. Leute, wer kennt die noch? Vor allem das Weiße ist auch nochmal lecker. Boah. So eine Milchcreme. Ich hoffe, ihr habt was mit Kühlregal. Oh. Und ja, wir haben jetzt klare Mission. Okay. Und noch schöne Grüße an Ensa. Und Ede. Abonniert und die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auf uns begrüßt werden wollt, das einmal machen und uns beiden auf Instagram folgen. Immer Marfit und mir KeltenFitti. Dort uns beiden folgen und das neueste Bild mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren und liken. Und ihr habt die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück. Leute, ich habe einfach richtig Glück gehabt mit meinen Snacks. Das gönne ich mir jetzt den ganzen Abend. Wir haben alles. Chips. Cracker. Puff. Original Nicknacks.
Und noch Salzstangen. Mmh. Leute, das wird euch ordentlich gegönnt. Und sagen wir, guck mal, was Kelvin macht. Jetzt fange ich auf, wenn zu essen, Alter. Ich bin eigentlich auf Diät. Aber zu lecker. Es geht ab. Ich hole gerade noch die Kamera und auch dokumentiere, wie ich mein Eis esse. Oh, guck mal, meine leckere Snackbox. Boah, das ist ja voll die Auswahl. Greif zu, wenn du willst. Alter. Echt? Gönn dir. Willst du mir? Ja, nochmal. Du hast auch was passt, voll so trockene Salzstange. Mmh. Und du hast recht, Mann. Die weiße Sorte ist am geilsten. Wer fühlt diese Sorte? Wie heißt das nochmal? Ich weiß, Milcheis oder so. Mmh. Wenn ich einen hab, müsst ihr weg. Boah, komm, ich hab dir was gegeben. Gib mal auf. Gib mal. Ja, willst du ablecken?